Also gut, dann räumen wir unsere Sachen aus der Taverne, das, was noch übrig geblieben ist, und dann Beutax muss ja auch noch irgendwo sein, und dann gehen wir nach oben. Wir sollten uns vorher noch etwas, nun ja, Zelte und so etwas besorgen, um die, nun ja, die Unterkunft etwas wohnlicher zu gestalten. Ich würde ungern auf dem Boden schlafen. Ich glaube nicht, dass wir Ja. jetzt zur 21. Stunde noch Zelte bei einem Bazar bekommen. Der Soldat doch auch nachts übergriffen, oder nicht? Und wach sind nun immerhin alle. Das zu Versuchen dem. Sie es. Ein Zelt ist zumindest insofern eine gute Idee, denn wenn das uns auf den Kopf fällt, nun, dann ist nicht viel kaputt. Dann schlafen wir also mit den Ziegen. Ja. Rafim, geh mal zur Seite. Und der Schutt unter dir, da liegt meine Tasche. Naja, also, das hättest du auch ein bisschen schöner sagen können. Beweg mal deinen Arsch, Rafim, ich will meine Sachen haben. Naja, Danke danke dir. schön. Naja, dann auf in die Hügel oder will doch jemand im Dämonentempel schlafen? Nun, ich werde die Kapitän ja nicht mit euch alleine darüber benächtigen lassen. Naja, warum ihr das mich jetzt so betont, weiß ich nicht, aber wie ihr meint. Du merkst, der Ventilius sieht direkt an dir vorbei. Guckt niemanden an, aber auch nicht dich. Naja, dann lasst Außerdem will er nicht hier gelassen werden, falls er über Nacht durch den Riss wegrennt. dort lang ist der Bazar, glaube ich. Zeigt man auch dann hier nach Westen. Ja, und dann könnt ihr aufbrechen, vorbei an den wenigen kleinen Rissen und einigen großen Rissen, an den Menschenmassen, die sich dann nach draußen gestellt haben. Jeder plappert in dieser urtolamitischen Sprache über die Ereignisse. Die Stimmung ist wohl noch nicht so, dass man Panik befürchtet. Es ist zwar unschön, dass jetzt einige Häuser kaputt sind und dass einige Risse klaffen, aber das, was ihr mitbekommt, das scheint nicht so, als würde hier jemand Panik schieben. Und wenn ihr auf den Bazar kommt, könnt ihr sehen, dass hier wohl noch der ein oder andere gerade aus seinen Hütten herausgekommen ist. Die Zelte, die Bahren sind zugeschlagen, man hat hier also nichts abgebaut, sondern einfach nur irgendwie was davor geschoben, sodass man dann über Nacht nichts klauen kann. Und ja, viele stehen dann hier gerade direkt vor den beiden Tempeln von Avesha und von Balkalil und unterhalten sich. Es sieht nicht so aus, als ob hier gerade jemand was verkauft. Ich rüttel, ich greife mir irgendjemand mal am Arm. Sag, Sahib, wo finde ich hier einen Händler, der mir nun ja Zelte verkaufen könnte? Alaikum salam, Fendi. Nix hier, nix hier. Du fragen Bauer auf Feld. Nein, Er nein, kann dir nein, geben, nein. Feld von Ziege. Nein, 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 kein Fell von Ziege. Zelt. Funduk. Fundug, ja, nix Funduks hier. Wir haben alles verkauft. Es sind viele Pilger hier. Du musst ihn fragen Bauer. Ich will aber nicht auf Ziegen schlafen. Ich brauche ein Zelt. Versteht ihr Zelt? Machen wir so ein Zelt-Symbol. Ja, Funduk. Aber wir nichts haben. Ja, wo kann ich etwas kaufen? Ich kann Nicht bei dir euch. geben Stoff von meinem Onkel. Er hat Bazar und er kann dir geben Stoff, dann kannst du dir selber nähen. Ich kann da jetzt kein Zelt nähen. Wenn du nichts unterschlupft, dann du schlafen in Avesha Tempel. Das ist keine gute Alternative beim Erdbeben, nicht wahr? Nichts passiert, nichts passiert. Ja, noch nicht. Egal. Dort? Du haben Stoff oder du Avesha Tempel? Avesha Tempel dort. Ich schaue mir an der Frage. Übernachten wir im Avesha-Tempel? Nun, vielleicht hat er nicht zu Unrecht. Unter dem Schutz des Reisenden zu stehen, ist immer noch besser als ein beliebiges Gasthaus. Wie ihr aus der Geschichte hoffentlich wissen solltet, ist auch der Schutz dieses Reisenden nicht abschließend. Nun ja, normalerweise werden diese Tempelbauten etwas stabiler gebaut als normale, nun ja, Häuser. Vor wenigen Minuten war euch in einem Tempel zu nächtigen noch ein Graus. Wir können sehen, wie ein Heimamuji mit einem unglaublich langen Bart, der ihm wohl unter die Füße reicht, gerade auf dem Platz herumläuft, seine Hände in die Hände hebt und predigt vom Irrsinn,
vom Nebel der Niederhöllen, der auf diese Festivität heruntergekommen ist und das Ende der Welt ist nahe. Rennt da herum und schreit irgendwelche Leute an. Seht ihr, die Leute fangen schon an auszuflippen. Nun ja, ich würde ungern draußen schlafen ohne ein Zelt. Also ist mir Avesha-Tempel noch am liebsten. Ja, wir hatten keine Vorbehalte gegen den Balkalil-Tempel, weil wir an der Festigkeit seiner Bauweise zweifelten. Nun, dies ist nicht das, was vorgetragen wurde. Aber sicher doch, wenn es euch glücklicher macht, Kapitän. Ihr könnt gern draußen schlafen, wenn ihr die staubigen Straßen Jakesh vorzieht. Wie ich bereits erklärt habe, aber mir schlafe ich nicht draußen, weil ich draußen schlafen will. Naja, außerdem wurden wir aus dem anderen Tempel nie rausgeschmissen. Dieser eine Geweihte hatte Gewalte gegen uns, aber das heißt nicht, dass wir hier rausgeworfen wurden. Oder vielleicht begegnen wir ihm auch gar nicht. Wir sollten fragen. Und dann, während die Tür verwiesen wird, nun, dann können wir uns immer noch eine Alternative überlegen. Naja, also am Riss schlafen finde ich aber gar nicht so doof. Dann passen wir wenigstens auf, dass nicht noch mehr Leute kommen. Aber es ist draußen. Ja. Nun, ihr werdet das eine Nacht überleben, Abelmir. Das steht außer Frage, aber es ist immer noch draußen. Ja, aber Abelmir, ich schlaf da doch auch. Das macht es nicht besser. Was soll das denn bedeuten? Ihr habt euch schon lange nicht mehr gewaschen. Das Ende ist nahe. Seht ihr? Das Ende ist nahe. Er verkündet uns. Und er weiß noch gar nicht, wie recht er hat. Nun ja, das ist so mit diesen Philosophen, Wahrheitsverkündern. Der Haimu Mujim kommt jetzt mittlerweile auch zu euch herangerannt und rüttelt ein bisschen an Diamantes, an seinem Kragen und schreit ihn an. Der schwarze Engel Ishihaligen kommt! Scheiße, du bist direkt neben mir, schrei mir nicht verdammt nochmal mein Ohr! Schwarze Engel! Was weißt du von diesem Engel? Wie hat ihn genannt? Ishihaligen. Wer kennt ihn? Niederhöllen. Flieht, Effendi, flieht. Nun ja, habt ihr einen Grund zur Annahme oder ist es nur eine Vermutung? Ilyabar, Befreier des Abgrunds. Ihr redet so. Was sagt meine Kunde? Ist das ein Dämon? Also, ja, natürlich. Bei den weißt du auf jeden Fall, oder? Das ist ein Fünf-Tagesherrscher. Plus 13. Ja, okay, aber mir als Spieler sind die Tagesherrscher. Ich kenne Rahastris und da hört's auf. Ja, genau. Das ist ein Tagesherrscher, ja. Rahastris, das ist der Bruder von Rahastris. Genau, Rahastris haben wir schon einmal erlebt. Wir haben schon auch alle 5 Tage durchgespielt, aber dass man dann die Namen auch richtig zuordnet, ist natürlich das andere. Die Tagesherrscher sind halt absolut konsequenzlos, wenn man jetzt nicht gerade einen Dämonen beschwert. Jemand, das packt es mit. Aber klar TRW4, weiß ich. Das ist nicht sein Ernst. Klar weiß ich, wer die Tagesherrscher sind. Ja, wir haben den ersten Gründertag, dementsprechend den ersten namenlosen Tag. Und Ishihaligen ist ein sechsgehörnter Dämon und der Schenker des Irrsinns, der Nebel der Niederhöllen und der Verwirrer der Sinne. Ganz normales namenlose Tagegedöns also. Ja, nur dass es hier nicht hingehört, weil alle gute Laune haben. Ich glaube eher, dass die gute Laune dann hier nicht hingehört. Ja, eben. Also nur weil die Leute blöd sind, heißt das ja nicht. Die Frage ist auch, warum haben die gute... Ich dachte, das passiert denen einfach nicht. Und nicht, oh, ja. Jedes Jahr reißt der Boden auf und Leute werden wahnsinnig, aber wir sind trotzdem happy, weil... Ihr habt gerade das aus positiven Jahr erwischt. Gedanken, positiven? Ihr habt das Jahr erwischt und die Stadt, wo es passiert. Du hast Don't recht. Worry. Da kommt der schlechte Ruf der namenlosen Tage her. Ihr habt ihn mitgebracht. Naja, also wollen wir uns jetzt weiter streiten oder endlich draußen im Feld schlafen? Ich denke, wir wollten im Tempel schlafen. Naja, dann geh halt alleine im Tempel schlafen. Ich gehe mit Rafim. Eine ausgezeichnete Idee. Ja, wir machen uns ein. Wenn die Welt, wenn die Stadt untergeht, dann kann man nicht bequem in einem Avesha-Tempel schlafen, sondern dann zieht man vielleicht doch einfach mal das Feld vor. Und die zahlreichen Ziegen, die dort oben auf den Bergen stehen.
Es kann nicht schlimmer werden. Ihr könnt die Stadt verlassen und in Richtung nach Norden wahrscheinlich oder nach Nordosten aufbrechen, wo ihr dann außerhalb der Risse und der Spalte seid, in Sicherheit, dass hier die Welt nicht untergehen wird, wenn ihr dann hier übernachtet. Und euch dann, so kalt wird es gar nicht, auch wenn wir nachts haben. Wir haben immerhin, namenlose Tage. Das heißt, es ist warm, wir haben Sommer. Und legt euch dann ein bisschen auf die grüne Wiese. Unter euch kribbelt ein bisschen das Gras und ein paar Insekten, die um euch herum schwirren. Aber je länger ihr dann zuseht, könnt ihr dann auch erkennen, wie das Geräusch und das Gemurmel unten in der Stadt wieder verstimmt und nach die Lichter wieder ausgehen, bis ihr dann selbst irgendwann in einen traumlosen Schlaf fallt. Ich würde gerne mit Rafim Nachtwache halten. Das halte ich für eine gute Idee. Das könnt ihr natürlich tun. Dann Ich würde gerne alle 20 Minuten kurz aufwachen, mich zwei Sekunden lang beschweren und dann wieder eintreffen. Das sehe ich. Wie sieht's denn eigentlich mit dem Riss aus? Also wenn wir da den Hügel hochkommen, ist der noch zu erkennen? Wie nah muss man ran, dass der wirklich sichtbar ist? Also den Riss, so groß ist er nicht. Also er hat auf alle Fälle dafür gesorgt, dass der Tisch eurer Taverne abgesunken ist. Aber er ist vor allem tief, das würdest du meinen. Und diese Risse gibt es in der ganzen Stadt. Haben sich wohl aber auch nicht darüber hinaus ausgebreitet. Ach so, ja, ich meine nicht das Erdbeben, sondern Riss durch das Tor, durch das wir gekommen sind. Ja, das ist ein, ich muss gerade überlegen, wie groß ist der Riss? Vielleicht ein grünes Fabern, phosphoreszieren. Wenn du weißt, wo er ist, wirst du ihn finden. Der Riss ist vielleicht 2 Meter hoch und 1 Meter breit, also so Türspalt groß. Mehr hat sie nicht reingeschnitten. Ja. Gut, dann brauchen wir wohl ein bisschen, um die Stelle zu finden und richten uns dann da ein. Rafim und ich nehmen die erste Wache. Er weckt mich in etwa, 3 Stunden Lesern. Schalt mich für die Hundswache ein. Danke, Diamantas. Happy to you, Frau Sau. Nicht schlafen! Ventilo sitzt gerade da irgendwie und versucht sich mit der Hand oder vielleicht auch mit dem Stab die Steine irgendwie von der Stelle zu wühlen, aber es kommen einfach immer mehr von unten nach. Was meint ihr? Ihr sollt nicht jetzt schon schlafen. Und ich werde suchen, einen Schlafplatz hier zu richten. Es ist herausfordernd. Hört ihr, ihr müsst nicht graben. Kapitän, ja, ich weiß, wie man in einem Sumpf schläft, aber nicht auf einem Hügel. Nun, hier werdet ihr euch zumindest keinen feuchten Hintern holen. Vielleicht, wenn ihr die Steine ein wenig beiseite räumt. Ich gebe mir ein halbes Lächeln und scharre weiter mit dem Stab im Dreck. Naja, es fehlt ihm nicht an Begeisterung und das ist ja schon viel wert. Ich gehe mal davon aus, ihr wollt auch regenerieren, ne? Ja. Ja, dann würfelt mir mal jemand, der euch anführt, eine Wildnislebenprobe. Wäre es nicht die Notwendigkeit, uns auf das Kommende vorzubereiten, hätte ich schon längst die ganze Fläche planiert. 5 Punkte. Du führst euch an mit 5 Punkten. So, schauen wir mal nach. Ihr beginnt schon 1 Stunde vor Sonnenuntergang. Nein, passende Geländekunde. Das ist eine Ebene. Haben wir nicht Hochsommer? Lass mich gucken, welche Geländekunde ich habe. Ich glaube, meereskundig. Wir wann haben Hochsommer, ja. Ehrlich, wann geht in Mittelaventuri in die Sonne unter im Sommer bei dir? Wir haben es jetzt 21, 22 Uhr. Richtig, denn wenn ich hier aus dem Fenster gucke, um 11 habe ich noch Licht. Dann ist noch Licht. Nee. 1 Stunde vor Sonnenuntergang, da habt ihr kein Licht mehr mittlerweile. Also, Raffi, machst du die Geländekunde? Nein. Gut. Was wäre das überhaupt für ein Gelände? Steppe? Steppe, ja. So, für jeden weiteren Helden, der sucht, nochmal -1 mit der Geländekunde. Ihr werdet nicht verfolgt und müsst auch nicht auf Geheimhaltung achten. Es ist bereits dunkel, das gebe ich euch aber auch nicht. Es ist nicht dunkel. Naja gut, damit können wir leben. Je nach Region. Tundra, Hochgebirge, nördliche Sümpfe. Nö, es ist einfach eine +/-0-Probe. Und dann kannst du dir aussuchen, ebener Untergrund, trockener Untergrund, Gewässer in der Nähe. Wald oder Gehölz in der Nähe, windgeschützt, regengeschützt, keine Krabbeltiere, kein Jagdrevier, gute Nahrungsversorgung,
gute Verteidigungsmöglichkeit oder versteckt. Eigentlich können wir uns all diese Dinge doch nicht aussuchen, denn wir haben uns doch schon darauf geeinigt, dass wir neben... Nee, egal, ist egal, wir können uns eigentlich gar nichts aussuchen, denn wir haben uns doch schon darauf geeinigt, dass wir bei dem Riss pennen wollen. Also bei dem... Ja, bei ja, dem Riss. Das ist aber halt die Frage, ne? Kann ja auch sein, dass es da irgendwo so einen Spalt gibt, dass man sich da gut verstecken kann oder einen kleinen Hügel, wo man eben eine gute Verteidigungsmöglichkeit hat. Also Wald gibt es hier zumindest nicht, das könnt ihr euch nicht kaufen. Also ich weiß nicht, was du damit vorhast, aber ich dachte, wir pflanzen uns da jetzt buchstäblich direkt davor auf. Ja, gut. Es könnte sein, dass der Untergrund angenehm ist, weil es irgendwie eine Schafsweide ist oder so. Aber sonst, also ich denke, ja. wir lassen einfach Sachen weg, die uns unwahrscheinlich vorkommen. Ich meine, keine Krabbeltiere ist immer nett. Genau, ich würde sowas mitnehmen. Jagdrevier ist mir egal. Ich meine, wir sind direkt neben der Stadt. Nahrungsversorgung ist mir auch egal, wir sind direkt neben der Stadt. Wasserversorgung ist mir auch egal, weil ich weiß, da hinten ist ein Fluss. Und hier ist eine Stadt. Gut, dann dürft ihr mir mal jeder eine Wildnislebenprobe würfeln. Und dann die Regeneration. Ich hasse es, Wildnisleben 10 gekauft zu haben. Wie soll ich eigentlich glaubwürdig ausspielen, dass ich unfähig Wildnistalente bin, wenn ich jede Wildnislebenprobe so richtig hart reinhaue? Ja, warum nimmst du auch 10 mit? Erzähl uns einfach weiter. Weil Frosty mich nicht unter 10 durchgelassen hat. Du lernst es einfach schwierig. Ja. Du kriegst es da. Du hast halt lange gebraucht, bis du es gelernt hast. Ja, ich glaube, es ist einfach schwierig. Ist kein compelling Charaktermerkmal. Wenn ihr regenerieren müsst, 1W6 minus 3. Ja, gut. Machen wir. Es ist, wie gesagt, nicht sonderlicher schwer. Das sind keine sumpfigen Begegnungen. Es ist kein Eis. Ja, aber ihr habt halt auch nichts. 80 minus 3 sind halt trotzdem... Oh! Warum, wenn ich es nicht brauche? Okay. Eins aber, bestätigt eins. Aber... ja. Warte, ich würfel noch ein W20 hinterher. War ja der Würfelgott ist mit dir. Okay, gut, ist er nicht. Gut, alles gut. Aber so oder so, den einen ASP kriege ich. Hallo? Ja, kriegst auch einen zweiten da ASP. Ich für den Doppelcrit kriegst du einen zweiten ASP. Da habe ich genau 70. Nice. Okay, dann, wer möchte anfangen mit der Probe für Wache halten? Zulamin und Afim oder wer war das? Ja, ich möchte Wache halten, aber ich möchte mich währenddessen auch unterhalten. Also machen wir erst das Gewürfle? Ja, Selbstüberraschungsprobe, plus 13. Achso, ich dachte, es gibt eine Wachhaltenprobe, aber können wir auch so machen. Da gibt es ein Metatalent für, aber das hat noch niemals jemand gesehen. Plus 13. Ja, Wachhalten plus 13 schaffe ich nicht. Ich weiß. Wachhalten, Selbstbeherrschung? Mach mal eine Selbstbeherrschungsprobe, ja. Also das Metatalent hatte noch andere Sachen drin, aber... Ja, ihr könnt euch noch ein bisschen unterhalten, bis 24 Uhr habt ihr Zeit. Gut. Ja, Zulamin setzt sich da auf irgend so einen Feldstein in der Nähe des Risses. Mittlerweile sieht man die Sterne über uns und sie schaut auf die Stadt runter, wo bestimmt immer noch Lichter sind nach diesem Erdbeben. Und nachdem Serpentilius Gemecker endlich erstorben ist. Für den Moment. Für den Moment, meint sie so halblaut, um niemanden zu stören, zu Rafim. Was hältst du von all dem? All den seltsamen Göttern? Naja, eine andere Zeit würde ich es nennen, aber... Ich weiß die Verbundenheit mancher unserer Kameraden nicht wirklich zu schätzen. Wie meinst du das? Naja, was Abel mir da in diesem Dämonentempel treibt, bringt mich zur Weißglut. Aber hier ist nicht die Zeit, um das zu besprechen, befürchte ich. Ich glaube, das war Torheit. Er wollte es untersuchen und hat nicht nachgedacht. Was ist mit Kor? Was hast du aus unserem Kampf gelernt, nachdem wir so rüde unterbrochen wurden? Naja, ich möchte es eine einzigartige Erfahrung nennen, die, glaube ich, nach mir nur ein einziger Mann je machen wird.
die volle Aufmerksamkeit eines Gottes. Denn gefühlt bin ich der Einzige auf Aventurien, der um ihn buhlt. Das ist... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sind wir so weit in der Vergangenheit? Naja, wir sind jung, wir Chorjünger. Aber... Ich vergesse das immer wieder. Er ist auch schwach. Also zumindest schwächer, als er sein wird. Hat das Auswirkungen auf dich? Naja, wenn ihr mehr von uns wären, würde ich das befürchten. Allerdings sagen wir, für mich reicht's. Das kann ich mir vorstellen. Wenn du wirklich der Einzige bist. Naja, wer weiß das genau, aber er ist hungrig. Nun, er wird aufsteigen. Ja, er will Blut. Und ich befürchte, was hier passieren wird, wird ihm gefallen. Nun, irgendetwas muss ihn zu seinem Aufstieg inspiriert haben. Vielleicht das Gefühl, gebraucht zu werden. Ja, eure positive Einstellung weiß ich zu schätzen. Für mich ist das anders. Ich fühle meine Göttin. Sie... Ich will nicht sagen, sie ist auf der Höhe ihrer Macht. Aber sie ist auf keinen Fall schwächer als in unseren Tagen. Und sie hat viele Anhänger hier und in den Städten Manadistans. Es ist eine seltsame Vorstellung, dass sie nicht dieselbe sein könnte, mit der ich sonst immer gesprochen habe. Aber wenn es stimmt, dass selbst die Götter sich Satin abbeugen, was für eine seltsame Vorstellung. Aber es muss so sein. Denn sonst wäre Kor ja auch derselbe, als ihr ihn kennengelernt habt. Kann ich euch etwas sagen, ohne dass ihr es verurteilt? Das kann dir niemand versprechen, aber ich verspreche dir, mein Möglichstes zu tun. Es entgeht nicht einem gewissen Charme, einfach hier zu bleiben. All diese Probleme, die auf der anderen Seite auf einen warten, zu vergessen. Und diese Welt hier zu erkunden. Der Erste sein, der erste Chorjünger. Es hat seine Faszination. Und die spürt ihr doch mit Sicherheit auch. Versagt zu sehen vor so langer Zeit. Du spürst ein Grollen, was wohl von den Bergen zu kommen scheint. Ja, die Welt, sie ruft nach uns. Ich habe mich zwischenzeitlich gefragt, ob ich vielleicht der Grund bin, wie die Statue nach Fasar gekommen ist. Aber nun, nachdem ich weiß, was ihre Funktion hier ist, kann ich mir das nicht mehr recht vorstellen. Es erschien mir Torheit. Denn auch wenn diese Stadt untergehen muss, so muss ich es doch nicht verantworten. Dieser Kult von Rajas Widersacherin. Ich hätte mir all das niemals vorstellen können. Ich habe Paktira immer verurteilt, aber mir scheint, die Paktira in diesem Tempel haben versucht, etwas Gutes zu bewirken. Ich will nicht sagen, dass sie etwas Gutes bewirkt haben. Ich glaube nach wie vor, dass sie fehlgeleitet waren. Aber ihre Intentionen waren nobel. Ja, ich befürchte, wenn ihr einen
gütigen Blick auf viele Paktierer werft, werdet ihr entdecken, dass das in unserer Zeit noch genauso ist. Natürlich gibt es die Verrückten wie diesen Häuter, die nur aus Blutlust und Mordlust durch die Städte ziehen. Doch die meisten werden vermutlich edle Motive haben für das, was sie tun. So wie ich. Auch ich habe meine Motive. Und auch ich töte. Wie ihr auch tötet. Und wenn man uns von außen betrachtet, sind wir vermutlich nicht so viel besser. Auch wenn wir uns das vielleicht einreden wollen.